Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nioh. Beim letzten Mal haben wir hier die Hauptmission Yokai Land abgeschlossen mit 10 von 10 Kodama. Yes! Der Boss war ziemlich geil. Ich habe jetzt offscreen noch hier die beiden Nebenmissionen gemacht, Wandelndes Kind und Unruhe im Norden. Die waren relativ unspektakulär. Hier war noch ein ulkiger Vorfall, da gab es zwischendurch mal so einen lauten Spieler und es hat halt einen Revenant rumgehabt, der dann gespawnt ist. Und da war ich richtig froh, dass ich offline spiele, weil ich glaube, wenn man da online spielt und das dann da mehrere Gräber hat, dann könnte das da ziemlich ekelhaft sein. Da müsste man quasi vor dem Kampf alle Gräber säubern. Zumindest stell ich mir das so vor. Dann haben wir 2 Millionen Amrita. Ich denke, dafür machen wir mal ein paar Level-Ups. Es dürfte auf jeden Fall 2 geben. Ich will mal gucken, ob Fähigkeit gibt uns jetzt wieder ordentlichen Boost hier. Ja, plus 6 Damage. Ich denke, das ist ordentlich. Das nehmen wir. Machen wir zweimal. Nice. Ich habe mir jetzt auch gedacht, wir haben ja bisher eigentlich in letzter Zeit immer mit diesem Schwert hier, mit diesen Schwertern hier gekämpft, dass wir das mal ändern und einfach mal die hier so ein bisschen probieren, weil die haben von Natur aus Feuer drauf. Ich habe das umgeschmiedet. Das ist eigentlich nicht schlecht, habe ich das Gefühl. Das Einzige, was ich nicht wegmachen konnte, ist Verteidigung, tiefe Haltung. Aber naja, was will man machen, ne? Angriffsschaden, Mittelhaltung, 16%. Das ist die Haltung, in der wir größtenteils kämpfen. Nahkampfangriff, KI-Reduktion, Schadensbonus für Beweglichkeit, das sind eigentlich alles Dinge, die wir sehr gut gebrauchen können. Heute geht es jetzt an diese Nebenmission, da gibt es 9 Kodamas zu holen und ich beabsichtige die alle zu holen, weil ich habe das Gefühl, 10 plus 9 plus 6, das wären 25, das wären alle Kodamas, das könnte also schon die letzte Hauptmission in diesem DLC sein. Deswegen ist es hier wichtig, dass wir wahrscheinlich am besten, eigentlich sollten wir alle holen und dann hier ebenfalls alle, damit wir mit vollen 8 Elixieren dann hier in den Bosskampf gehen können. Aber mal gucken, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich erwarte das Schlimmste. Wie ich sehe, bist du nach Japan zurückgekehrt, Sianjin. Ich werde auf ewig dankbar sein, weil du mir zur Hilfe gekommen bist. Eine böse Macht umgibt den Chuzon-Tempel in Hirazumi. Ich muss dich bitten, dich dort zum Friedhof zu begeben und das Böse auszumerzen. Seit vielen Monaten schon hat kein Mensch mehr Fuß auf das Gelände gesetzt, sondern dass der Ort wahrscheinlich verfallen ist. Ich fürchte, dass nun finstere Kreaturen dort hausen, die sicher von der unheiligen Verderbnis angelockt werden. Also, was meinst du, Sianjin? Wirst du mir zur Hilfseite stehen? Natürlich doch. Also 9 Kodamas, ich habe das Gefühl, es müsste eine größere Nebenmission sein. Weil 9 ist schwierig auf einen Fleck zu packen, habe ich das Gefühl. In der Regel sind Kodamas ab der zweiten Mission ein bisschen schwieriger zu finden. Ich habe das Gefühl, in der ersten Mission sind die tendenziell ein Ticken einfacher zu finden. Ich muss ein bisschen leiser machen bei mir. Haben wir übrigens die ganzen Flugschwertdinger haben wir erlernt. Wir haben hier noch Fähigkeitspunkte, in denen wir irgendwas machen können. Das haben wir alles gelernt. Nicht, dass ich das großartig verwende, aber warum auch nicht. Fähigkeiten der tiefen und mittleren Haltung, wenn ein Gegner deinen Angriff abgewehrt hat, bewegst du dich hinter diesen und vollführst einen Hieb. Naja, das wäre eventuell was, ne? Das wäre eventuell was. Kai-Impuls Himmel. Es ist größtenteils ein bisschen Banane. Belebtes Wasser, Mensch. Himmlischer Fluss. Du parierst Angriff eines Gegners. Eine Technik, die Verteidigung und Angriff verbindet. Na, nee, das machen wir nicht. Kai-Regeneration, wenn du dich verteidigst. Nein. Du parierst den Angriff des Gegners? Nein. Du parierst die Bewegung des Gegners mit deinem Schwert, während du mit dem anderen Schwert angreifst? Nein. Welche tiefen Haltung verwenden wir sowieso fast nicht?
Tiefenhaltung ist Quatsch. Tödliches Auge, Angriff mit Fernkampfwaffen, Angriff mit bloßen Händen. Das hier müssen wir erhöhen, ne? Angriff mit Nahkampfwaffen plus 16. Das hier müssen wir zweimal erhöhen. Da müssen wir noch ein paar Punkte investieren. Das ist wichtig. Da sollten wir darauf sparen. Okay, wir haben hier schon mal einen Schrein. Das ist ganz gut. Hier ist ein bisschen Schnee. Das heißt, ich erwarte ein kleines bisschen Lag. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Also, es spielt sich einigermaßen flüssig für mich. Da ist wieder einer von denen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein neues Gebiet. Das ist typisch, wenn es Kodamas gibt. Oh. Dach auch, die Herren. Genau, wir wollten die andere Waffe nehmen, ne? Wir wollten die andere Waffe nehmen. Okay. Ne, ich dachte, es ist noch ein zweiter von denen, aber es ist nur einer. Großer Seelenstein. Hier haben wir schon den ersten. Numero uno. Hey. Come stai? Hier. Von denen habe ich auch einen in der eine Nebenmission gehabt. Die sind sehr schwierig. Okay. Wir machen. Na, es geht. Ohne Buffs. Schwierig. Ja, genau, dann kann er den Angriff. Das ist, oh. Ich kenne die Patterns noch nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich bin zu greedy immer. Ich soll nur einmal zuhauen. Mist. Dann passiert das. Wir werden gleich wahrscheinlich dann nochmal beim Schrein rasten. Ich weiß immer nicht, wenn er diesen Forward-Stab macht. Das ist ein bisschen schwierig aktuell noch. Und er brennt nicht. Ich mache jetzt natürlich wenig Feuerschaden nur. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit der Waffe im Endeffekt mehr Schaden mache als mit der anderen. Das müsste man mal ausprobieren. Eigentlich, wenn ich mir das gerade so überlege, können wir das mal machen. Okay, das war jetzt von hinten. Das ist nicht repräsentativ. Das ist nicht repräsentativ. 290 plus 19. 290 plus 19. Das ist weniger. Das ist viel besser. Die ist viel besser hier, die neuen Waffen. Hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher switchen sollen. Okay, die Tür geht auf. Da haben wir einen Ogre. Ich gucke nochmal kurz, ob die Tür hier auch aufgeht. Einfach so, ne? Okay, das ist... wir von einem Yokai Realm da bewachen, ne? Bevor wir den Shortcut freischalten können, wird es erstmal dann ordentlich eins in die Schnauze geben. Gucken wir mal kurz. Ich meine, ein Ogre, das ist ein Frost-Ogre, okay. Die gibt es also auch in den verschiedenen Elementarvarianten. Ich gucke erstmal kurz wegen Kodamas. Wow. Und, Gegner. Wisst ihr was? Da machen wir ein bisschen zu viel Damage. Ich würde ihm eigentlich ganz gerne den Feuer-Debuff draufhauen, aber das mag er gar nicht so. Jetzt brennt er, super. Der hat eine andere Waffe, ein bisschen anderes Moveset demnach. Ist okay. Nicht weiter dramatisch. Momentan ist mein heiliger Pinsel locker eines berühmten Omniomagiers. Nice, das kann man immer gut gebrauchen. Hohe Haltung? Ich glaube nicht, dass wir gegen den irgendwie was Spezielles brauchen, oder? Und es ist ein verdammter Ogre. Feuer ist, glaube ich, ganz gut gegen Wasser. Also, der frisst auf jeden Fall erhöhten... da war ich ein bisschen zu nah dran. Ich unterschätze da teilweise ein bisschen die Range, die er hat.
Aber das macht nichts. Wenn wir ein Elixier oder so, vielleicht auf zwei verwenden. Eins, zwei. Ich sollte schon gucken, dass ich jetzt nicht zu verschwenderisch mit den Elixieren umgehe. Weil wir haben nicht so viele. Das hat ordentlich wehgetan. So, oh. Ein Hit, glaube ich, noch. Nein, noch einer. Okay, gut. Die droppen ja auch immer ein Elixier. Und wir haben, glaube ich, auch den Segen, dass sie mehr Elixiere droppen. Deswegen... Ja, ich meine, was haben wir jetzt? Zwei Elixiere verbraucht für den ist ein bisschen viel für einen Ogre, ehrlich gesagt. War jetzt nicht die beste Leistung. Wir könnten eigentlich, glaube ich, schon wieder ein Level-Up investieren. Aber dann respawnen hier die ganzen... Boah! Den habe ich nicht gesehen. Der hat uns das Elixier wieder gegeben, das er uns weggenommen hat. Oh, blutbefleckte Kriegsbeile. Die schauen wir uns an. 150, die gelten als Dual-Katanas. Nahkampfschaden Menschen, Angriff hohe Haltung, Nahkampfschaden gegen Gegner mit vollem Leben, aufeinanderfolgende Angriffe. Das mit vollem Leben ist... Ich meine, das hier verwenden wir jetzt eh gerade nicht. Wir können die mal leveln, die sehen auf jeden Fall cool aus, glaube ich, oder? Sehen cool aus. Oh. Junge. Was ist mit dir los? Mach doch hier nicht so ein Theater. Und greif endlich an. Oh, oh, oh. Eigentlich sind die nicht schwierig. Sind nur die mit den Kusarigamas sind ein bisschen tricky. Die anderen sind eigentlich nicht schwierig. Man darf einfach nur nicht zu greedy werden. Wo kam der her eigentlich? Ach, das war der Yokai Realm. Ach so. Okay. Wir machen hier alles kaputt, weil wie gesagt, hier 9 Kodamas. Irgendwo müssen die sein. Und... In... Ich hätte jetzt hier irgendwas erwartet. Was zur Hölle ist das hier? Yin Yang Tonfa. Okay. Tonfas werden relativ wenig gedroppt, habe ich das Gefühl. Na gut. Wir gehen weiter. Wir müssen irgendwie in diesen Shortcut rankommen. Das ist, das Ziel. Ach, hier kommen wir auch noch ums Haus herum. Nice. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht hier... da muss man auch noch nach Wänden Ausschau halten. Würde ich jetzt meinen. Da geht's dann weiter. Ne, ihr wisst schon, die Wände mit den Augen. Nach unten kommen wir nicht. Oh, 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 oh. Haben wir hier irgendwas? Da liegt Loot. Ist allerdings nur Salz. Könnte man vielleicht auch mal verwenden. Ich verwende generell so, naja, ein bisschen wenig Gebrauchsgegenstände. Okay. Oh, 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 oh. Gucken wir mal, wer das kommt. Sie kommt. Wir können sie stunnen. Das hat ein bisschen wehgetan.
Okay. Ihn schnell wegmachen, bevor er sich verwandelt. Nice, lief gut. Sonst noch jemand? Hier öffnet sich das Gebiet. So ein bisschen. Kodama 2. Ist ein schönes Level-Design auch. Bisher gefällt mir das sehr gut. Da haben wir eine Leiter. Ich habe ein bisschen Angst. Das könnte der Tod sein. Passiert was, wenn ich... Sieht mir ein bisschen brüchig aus. Aha, okay, gut. Ja, das war eigentlich schon fast zu vermuten. Da muss man echt aufpassen. Und an die Leiter kommen wir so erstmal nicht ran. Ich denke, wir versuchen erstmal den Shortcut freizuschalten. Wir werden dabei wahrscheinlich drauf gehen. Gegen was auch immer hier rauskommt. Das ist nur so einer. Okay, nee, gegen den werden wir nicht drauf gehen. Und wir haben zwar Feuer auf der Klinge, aber wir machen nicht wirklich mehr Feuerdamage. Ach, das liegt... ich glaube, die sind relativ resistent gegen Feuer. Ich muss das gegen andere Gegner ausprobieren. Scheiße. Heil dich. Da war ich wieder sehr, sehr greedy. Oh, der hat aber einiges gedroppt. Mein lieber Scholli, du. Hier geht's nicht lang. Da müssen wir ein bisschen außen rum rennen. Aufpassen hier. Scheiße. Der elende Bogenschütze von hinten nervt. Ja, oh, das war knapp. Wie kommen wir da hin? Ich weiß es nicht genau. Zwei Elixiere, das ist schon mal super. Wir müssen hier echt auf die brüchigen Stellen achten. Okay, wir können da außen rumrennen. Die Frage ist, das Problem ist wahrscheinlich, dass wir währenddessen sonst irgendwas triggern. Da vorne ist das andere Yokai Reich, das wahrscheinlich den Shortcut blockiert. Ich glaube, wir kommen von der anderen Seite besser hoch. Probier's von hier. Ja. Hallo? Geh doch runter. So, Bogenschütze ist down. Wir sollten hier nochmal den Feuerwaffe ausprobieren. Oder auch nicht. Das war eine schlechte Idee. Beziehungsweise, ja. Ungünstiges Timing. Ja, 80 ist besser. Wieder ein Elixier, das ist schön. Ich werde jetzt erstmal auf den Yokai hier losgehen. Solange unser Buff noch anhält. Weil ich den Shortcut freischalten möchte. Okay, es ist nur ein Oger. Frostiger Oger, aber nichtsdestotrotz nur ein Oger. Okay, das war nichts. Ich muss auch ein bisschen aufpassen nach hinten, weil ich nicht genau weiß, was hinten ist. Okay, er legt sich hin. Das gibt ordentlich Damage. Da können wir dreimal zuhauen, weil man da immer das Auge oder den Kopf trifft. Eins.
Und das war's für ihn. Schön. Unübertroffener Krieger des Ostens, Kabuto. Das heißt, unser Shortcut ist offen. Ich habe übrigens in der Nebenmission gesehen, dass sobald man diesen Flock entfernt hat und danach unterbrochen wird beim Türöffnen, dann ist die Tür noch zu, aber man kann sie von dieser Seite aus dann öffnen. Das ist sehr schick. Okay, wir haben 1,3 Millionen XP. Als allererstes holen wir uns dieses Item da, das wir noch gesehen haben. Dann werde ich die Gegend nochmal kurz nach Kodamas absuchen. Das hier. Klebetopf. Dann war hier unten auch nochmal was. Ist jetzt die Frage. Ich dachte, ich hätte hier einen Kodama gehört. In der Richtung vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Man, es ist schwierig zu hören. Aber ich dachte, ich hätte so einen... Die Kodamas machen ja diese Plop... Plip-Plop-Geräusche. Was da vielleicht was war. Wie kommen wir auf diese Mauer hoch? Ja, da ist er. Okay, gut. Wir sollten nochmal hier nach drüben gehen. Wir haben jetzt den Shortcut geöffnet. Im Endeffekt kann ich mir also, auch wenn wir jetzt hier sterben würden, das alles wiederholen. Hier ist auch einer. Okay, nice. Das wären dann drei, glaube ich. Also das wird der Tod sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Mist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich meine, das bricht ja schon unter uns weg. Dass wir dann einfach im Wasser stehen. Ne? Das macht ja spielerisch, technisch, Game Design technisch, würde das nicht so viel Sinn machen. Das heißt, das Wasser ist höchstwahrscheinlich der Tod. Also, ne, theoretisch müssen wir das ausprobieren, um sicher zu sein. Aber, ich glaube, das wird so sein. Hier haben wir eine Kiste. Hier ist ein Kodama. Hier ist Loot. Man hört die so ein bisschen. Die machen die Geräusche. Man muss einfach ein bisschen drauf achten. Es ist nicht ganz offensichtlich teilweise. Das könnte ein Mimik sein. Nicht mal. Iga, Jonin, Kleine, Hiaro, Zozi. Was war das? Das war das hier. Ist aber schlechter. Dafür ist es ein Set-Teil. Weil, ich verstehe nicht genau, warum es schlechter ist. Es ist Stufe 150 plus 1, was auch immer das plus 1 genau bedeutet. Wahrscheinlich ist Stufe 150 das höchste. Dann geht es einfach mit plus 1, plus 2 und so weiter. Wir haben halt nichts von diesem Set, ne? Leben plus 48. Was gibt uns das hier genau? Verteidigungseffekte Magie. Vielleicht hat es deswegen 305, weil wir halt relativ viel Magie haben, ne? Das wäre möglich. Okay. Ich denke, wir gehen zum Schrein zurück und machen Level Up. Und da wir hier Punkte brauchen, würde ich sagen, wir machen erstmal mit Fähigkeit weiter. Das hier bringt ja... Das würde uns auch ein bisschen was geben. Das gibt uns auch Samurai-Fähigkeitspunkte. Es gibt uns auch gibt uns auch Damage, aber ich glaube... Ah, sehen wir...
Hauptsächlich Betonwaffen, Doppelschwerter, Tonnenfahr, Schusswaffen. Exodachi. Kanonen, Schwerter, Bögen, Speere. Kusarigama. Es gibt drei Attribute, die auf unsere Schwerter wirken. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche das sind. Das müsste ich nochmal nachgucken. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Sehen wir das hier vielleicht? Mit was es skaliert? Genau, da. Fähigkeit B, Stärke und Herz. Stärke und Herz. Okay. Stärke und Herz, ja. Ja, deswegen geht's hier auch hoch. Ein bisschen. Ein bisschen, aber es ist nur ein D. Impuls 3. Naja, gut, wir machen mal einen Punkt Stärke. Warum auch nicht? Gut. 7 Fähigkeitspunkte reicht, glaube ich, aber noch nicht, oder? Ne, wir brauchen 9, oder? Das ist teuer. Was haben wir noch? Wir haben noch das ganze Ninja-Zeug. Shuriken. Ölkäferpulver. Dieses hüllt die Umgebung in Staub, der beim Einatmen vergiftet. Antitoxinpille. Haben wir eigentlich? Wurfsterne? Nein. Schierlingsbrühe. Auf Waffen aufgetragen, verleiht diesen einen Lähmungseffekt. Nee. Was haben wir hier? Shigikanpille. Absorbieren Lähmung Widerstand. Das ist, brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Antitoxinpille. Es hat alles ein bisschen. Blendschale, das haben wir mit Maikabishi. Verlangsamen, das ist alles so Gimmick-Zeug. Karakudama, unantastbar. Lässt deinen Körper absorbiert. Ich sehe da den Sinn dahinter nicht. Behelfsgeschoss. Fernkampf. Tigerlauf mit Ansturmgeschwindigkeit, Ansturm, Rauchkugel, oh, meine Güte, was das alles gibt, Schleichangriff. Von hinten, ja, naja, Heiliger. Ist auch alles Quatsch, Kraftpille. Kann 2 Kraftpillen bereithalten, nach der Einnahme steigt deine Angriffskraft. Das hört sich nicht schlecht an. Wird denn von dir zugefügten Schaden über Zeit um 10%. Wir nehmen das mal. Das haben wir hier erdulden, reduziert hin. Ich weiß nicht genau, auf was, ob das auf den Feuer-Debuff auch sich auswirkt. Theoretisch müssen wir jetzt hier, wir können mal kurz beten. Wie viel brauchen wir für ein Level-Up? Wir haben noch 580.000. 850.000. Das wären 6 von diesen Seelensteinen. Ja, komm, das... genau, was ich tun mal wollte, ist kurz gucken wegen Jutsu. Wir haben ja diese Kraftpillen, steigt deine Angriffskraft. Können wir gucken, was braucht 4. Okay, da müssen wir einmal noch investieren. Ich möchte die zumindest mal ausprobieren. Vielleicht sind die ja, vielleicht taugen die ja was, ich glaube es nicht. Aber meine Lieben, wir machen an dieser Stelle einen Break. Sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode hier wieder. Und ja, machen dann hier mit dieser Mission weiter. Gucken, was das hier noch bereithält. Wir haben auf jeden Fall noch 5 Kodamas zu finden. Einen wissen wir, wo er ist. Den haben wir aber noch nicht einsammeln können. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Euer Northgate.